Guten Tag, liebe Freunde des heißen Eisens. Wovor ich hier stehe, ist nicht der metallene Wagen des Schlachtschiffes der Götter, auch wenn es so aussieht. Nein, es ist der Fräskopf eines riesigen Bohrers, den die Hamburger Tude nennen, mit dem die Elbtunnel ausgegraben wurden oder so. Wahrscheinlich stimmt es überhaupt nicht. Ich habe aber auch keine Ahnung von der Materie. Ich muss das nicht wissen. Riesiger Bohrer reicht, oder? Ich meine, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. 1000 Worte werden wir aber jetzt gleich von diesem jungen Mann hören, den ich mir eingeladen habe. Wir sind heute nicht zufällig hier. Wir sind hier für einen Wii Jump Run, nämlich die Core Gang. Wow, yeah! Und der Grund, weshalb wir hier stehen, ist ein ganz besonderer. Ich habe nämlich einen Interviewpartner, nämlich Christian von Duisburg. Er ist Creative Director, bist du, für die Core Gang. Core Gang haben vielleicht die einen oder anderen vielleicht schon mal gehört. Das ist ein Wii Jump'n'Run, was viele, viele Jahre in Entwicklung war, jetzt endlich fertig ist. Und das ist natürlich ein extrem spannendes Thema für uns. Deswegen habe ich mir diesen kompetenten Gesprächspartner an die Seite geholt. Ich sage erstmal Hallo, Artig. Hi, Wolf. Hallo, Christian. Christian, erzähl mir und vielleicht auch den Zuschauern, die jetzt nicht sofort spontan wissen, was Core Gang eigentlich ist, erzähl uns noch ein bisschen was zum Spiel. Worum geht's da? Worauf müssen wir uns freuen? Man muss sich freuen auf Jump'n'Run, auf Rätsel, auf Action. Jump'n'Run, Rätsel, Action? Jump'n'Run, Rätsel, Action. Und das verpackt in einer wunderschönen Story. Eine eine saugeil, ein saugeiles Ambiente, eine saugeile Grafik. Passt einfach. Der Mann ist sehr begeistert. Ich bin nicht definitiv, ja. Würde ich nicht sein natürlich, wenn es nicht mein Game wäre, aber nein, Spaß. Es ist ein echt schönes Game geworden. Es ist ein richtig schönes Spiel, von vorne bis hinten. Okay, und du hast ja gerade schon die Story angesprochen. Weshalb stehen wir denn jetzt hier vor diesem Bohrer? Was passiert denn in der Core Gang? Ich dachte, das wäre... Ja, wir sagen einfach mal, das ist irgendwie so ein Bohrer-Ding halt. Okay, warum stehen wir davor? Also die Story ist ungefähr die, man muss sich vorstellen, leicht verwirrter Wissenschaftler macht eine Expedition in die Erde und trifft da auf so eine Art Parallelwelt. Oh, oh. Hört sich nicht gut an. Nee, das endet immer böse. Kann böse enden. Und in dem Fall ist es so, dass da drei Brüder, ist ja der Klassiker, drei Brüder. Natürlich. Die sogenannten Crank-Brüder, Crank-Brothers, die beherrschen diese gesamte Welt. Und die haben natürlich nichts anderes vor, als auf die Erdoberfläche zu kommen, die Menschheit zu versklaven, Herrscher über die gesamte Welt zu werden. Hier ist ja auch geiler. Ich meine, was macht die denn den ganzen Tag in diesem Erdinneren? Womit verbringen die denn die Zeit? Ach, Weltherrschaft planen wahrscheinlich. Weltherrschaft planen, natürlich. Da kommt natürlich der Dr. Samuelsson, so heißt der gute Forscher, der kommt natürlich genau richtig mit seinem ganzen Technikkram und der weiß natürlich auch, wo es lang geht. Los, sagen Sie schon, Doktor, wo geht's nach oben? Na klar. Hoch, da geht's nach oben, klar. Und, wie für uns, immer nach oben. Immer nach oben, klar. Auch ja, exakt. Und da passt es natürlich wie die Faust aufs Auge. Und der Bohrer nimmt seinen Lauf Richtung Manhattan. Und ja. Reiner Zufall ist natürlich der, dass eine Freeclimberin namens Pixie, die gerade auf so einem Skyscraper-Wolkenkratzer unterwegs ist, fällt zufällig runter. Nein. Zufällig in so einen offenen Gullideckel rein. Zufällig. Nein. Ja, glaubt es ja manchmal. Und das überlebt sie? Natürlich. Und zufällig fällt sie auch so weich, dass sie... Mensch, eine unten, Reihe der Zufälle. Unten... ich bin echt erleichtert. Unten sich darüber freut. Und was findet sie zufällig? Findet sie einen Anzug von Dr. Samuelsson, einen fähigkeitensteigernden Anzug, den sie natürlich prompt ausprobiert. Na klar, hätte ich auch. Hätten wir auch schon. Ja, klar, wenn ich da so einen Anzug sehe, auf jeden Fall erstmal rein. Na, aber halt ich könnte damit nicht umgehen, aber ich sehe schweinecool aus. Also diese du siehst ja auch so cool aus. Aber anyway, sie schlüpft natürlich auch rein. 10 Euro gibt es später dann. Danke. Und was passiert? Die Pixie, die schon gut freeclimben kann, kann auf einmal natürlich super freeclimben. Abgespaced. Sie kann super freeclimben. Sie kann auch irgendwo ganz tief in ihr drin steckt auch so eine kleine Tänzerin. Oh, okay. Und sie kann sie hat den Rhythmus im Blut. Sie kann auch, natürlich tanzen ist so eine Sache, ne, in Games, ne? Aber was sie kann irgendwann ist hoovern, ja, sie kann so ein bisschen schweben über der Erde, ne? Ist natürlich auch nicht schlecht. Und, also Pixie ist jetzt eine von den Guten, genau. Eine von den Guten, genau. Aber wir haben noch mehrere. Wir haben noch mehrere, dann gibt es noch den Mad Boy. Das ist der heißt auch so Mad Boy? Der heißt Mad Boy, der heißt auch überall Mad Boy. Okay, so wie McLovin einfach McLovin heißt Mad Boy, Mad Boy. Mad Boy heißt einfach Mad Boy. Schweinecooler Name, ja. Ist natürlich auch, er ist halt einfach ein bisschen, so wie der Name schon sagt. Bisschen mad. Er ist, ich würde nicht sagen Akku, aber er ist schon ganz gut unterwegs einfach. Okay. Und
ja, was kann er? Er schlüpft natürlich mit in den Anzug irgendwann. Und kann natürlich wie mit Pixie? Wir sind also zu genau, zweit genau, in dem Anzug. Genau, sie sind. Na, was passiert denn da? Also ich jetzt gar nicht. Ja gut, wir haben eine USK 6 und er warte, will ich gar nicht genau wissen, was da genau ist. Ach, ihr deutet das dann so wie bei God of War, das wird immer sanft angedeutet. I ask you again, Kratos. Will you stay? Ah. Ah. Das wird dann nicht mal angedeutet. Also es bleibt rein in der. Nein, USK 6 natürlich. USK 6, ne? Und um das jetzt noch weiter zu vertiefen, das bleibt nicht bei den beiden, sondern es kommt auch noch der Hund von Mad Boy dazu. Oh, oh. Der Hunde. Rex, so ein kleiner, völlig durchgeknallter Chihuahua. Und, Chihuahua. Chihuahua. Und der kann dann richtig, richtig coole Sachen wie. Der kann so eine Spur schnüffeln. Der kann horchen. Der kann riechen. Ach, riechen hatte ich schon, ne? Riechen, horchen, was kann er noch? Schneller rennen. Was so ein Hund halt kann. Hund kann er auch Sachen ausbuddeln, wie bei Fable? Er kann richtig rennen. Nee, das war immer ein bisschen langweilig bei Fable. Ach so, ja, das okay, das verstehe ich. Ja. Dieses langweilige Fable. Und wie funktioniert denn so das Spielprinzip? Also ich habe zum Beispiel, ich habe jetzt Core Design, Core Gang noch nie gesehen. Wie müsst ihr mir das vorstellen? Was ist denn so das besondere Feature an dem Spiel? Was haben denn andere Spiele nicht, was euer Spiel hat? Alles. Ja, das ist so viele Antworten. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen sollte. Ne? Aber generell ist natürlich die Basis die, dass du den Core-Suit hast, den fähigkeitensteigenden Anzug und da drin deine drei Characters, also Mad Boy, Pixie, Rex. Mhm. Und der Witz eigentlich der ist, dass du die Characters wechseln musst, um bestimmte Tasks zu lösen. Okay. Also sprich Pixie hangeln, springen, dann schnell auf Madball wechseln, drei Gegner weghauen, Sniff Trail, schnell mit dem Hund hinter dem nächsten Sniff her. Also das ist so die Idee, dass du, dass du die Characters optimal einsetzt, um durch die Level zu kommen. Okay. Und, das, glaube ich, ist was Besonderes. Mal abgesehen von der Grafik, die einfach... Darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. So Alice im Wunderland trifft Pixar irgendwo dazwischen, keine Ahnung. Ich habe auch sofort an Psychonauts gedacht. Das habt ihr vielleicht auch schon ein- oder zweimal gehört? Nee, haben wir nie gehört. Nee, wahrscheinlich noch nicht. Ne? Psychonauts? Was ist das denn? Nee, aber also, ist das jetzt irgendwie, wird ja wahrscheinlich kein Zufall gewesen sein. Wie groß war denn da eure Inspiration? Oder habt ihr wirklich erst irgendwann gemerkt, ach verdammt, wir machen ja sowas ähnliches grafisch wie Psychonauts. War das geplant oder hat sich's mehr so ergeben? Also wir haben natürlich vor Start der Produktion gab es eine umfangreiche Recherche nach besonders erfolgreichen Titeln. Psychonauts und Beyond Good and Evil geschrieben. Shadow of the Colossus, Killer 7, so die ganzen erfolgreichen. Das war ja tatsächlich erfolgreich. Ja, Psychonauts ist natürlich nicht ganz abzustreiten. Ist irgendwo ein bisschen drin, ja. Ja. Beyond Good and Evil finde ich auch einen Tick. Ein bisschen Pixar-Style finde ich auch irgendwo. Mhm. Und irgendwo dazwischen bewegen wir uns mit The Core Gang. Und, wenn jetzt so eine Nase wie ich sofort Psychonauts ruft, und ich bin ja nicht die Erste, hast du ja gerade schon angedeutet, ist das für euch so eine Art, ja schon Ehre, dass man das sofort grafisch in eine Linie mit einem tollen Spiel wie Psychonauts stellt, oder ist das mehr so ein Druck oder so eine Last, so dass ihr sagt, ja, eigentlich möchten wir gar nicht so damit verglichen werden und das bringt die Leute gleich in eine Richtung, in die wir vielleicht gar nicht wollen. Wie seht ihr das? Totale Ehre, klar. Ja? Hey, come on, Psychonauts, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht an der Theke nicht hundertprozentig erfolgreich, aber es war einfach ein geiles Game. Auf jeden Fall. Uns nichts vor. Und, Spitzending. Wir hoffen natürlich, dass wir beides matchen, dass wir A, ein schönes Game haben und B, natürlich auch erfolgreich irgendwie über den Ladentisch gehen. Und gut, dafür gibt es dann Marketing und was weiß ich. Ich glaube, wir haben da ganz gute Chancen. Da passt auch sehr gut die doch recht aufreibende Geschichte dieses Spiels zusammen. Das ist ja schon, ich glaube, 8 Jahre jetzt in der Entwicklung, was ja wirklich eine extrem lange Zeit ist. Also für manche Spiele wie Duke Nukem Forever noch nicht mal, aber für so ein deutsches Projekt, glaube ich, ist das schon eine relativ lange Zeit. Gib uns doch nochmal einen kleinen Überblick, was ist denn so bislang passiert? Warum seid ihr denn 8 Jahre dabei? Ich habe eigentlich immer gedacht, dass es für ein deutsches Produkt relativ schnell ist in der Entwicklung. Ja, man lässt sich halt gerne Zeit. Ne? Da gibt es noch ganz andere Kandidaten. Anyway, man muss auch fairerweise sagen, es ist ja nicht 100% ein deutsches Produkt. Los ging es bei Shiny Entertainment, Santa Monica Studio, mit Klaus Lünegild, der ein relativ bekannter Designer ist, der mit Dave Perry auch zusammengearbeitet hat. Ja. Und der hat da gestartet mit diesem Projekt. 2002? Ja. Muss dann 2002 da gewesen sein. Los, ne? Und ja, David war natürlich nicht so richtig begeistert davon, dass so einer seiner Lead-Designer dann noch so ein Projekt und Klaus ist dann zurückgegangen nach Schweden, ja. Hat dann wie das gepitcht bei verschiedenen Publishern. CDV hat damals den Zuschlag
gegeben oder das Ding in, unter die Fittiche genommen. Dann ging das irgendwie weiter. Dann haben die ein zweites, also der Klaus hat Design gemacht, dann haben sie ein zweites Programmierstudio dazu genommen. Gut, wer die Geschichte von CDV kennt, weiß das auch. Es ging mal so und mal so. Manchmal nach oben, manchmal nach unten ging. Und wie es halt so ist. Nach zwei, drei Jahren, als es dann eher nach unten ging, haben die das ganze Ding geclosed. Und das Ding, das ist der Core Gang, verschwand in der Schublade. Dann gab es einen pfiffigen Producer, der auch bei CDV war, der Gustav Stechmann, der es dann ein Jahr später oder anderthalb Jahre später wieder aus der Tonne gezogen hat, Finanzierung dafür besorgt hat und dann irgendwann bei Snapdragon bei uns auf der Matte stand mit so einer Festplatte und sagte, ey, guckt euch das mal an. Und da geht noch was. Was können wir denn daraus machen? Da haben wir uns das angeguckt und gedacht, oh, wie geil. Und ursprünglich war es ein Xbox 1 Titel. Aha. Und Xbox 1 war natürlich dann auch 2006, 2007 nicht mehr so ganz state of the art. und dann haben wir überlegt, was machen wir damit und wo passt es am besten rein. Und irgendwie kam es dann auf die Wii. Und so sind wir dann in den letzten zweieinhalb Jahren, nachdem wir auch festgestellt haben, dass es eigentlich gar kein Game war, sondern mehr so eine Art Grafikdemo. Da kam dann eins zum anderen. Und also musstet ihr noch richtig viel Arbeit investieren. Es ist nicht so, dass ihr so ein fast fertiges Projekt einfach übernommen habt. Ja, das haben wir natürlich gehofft und gedacht. Und, tun wir ja auch auf der Arbeit. Hat sich natürlich als böser Pferdefuß am Ende des Tages herausgestellt. Und da ist richtig viel Geld, Arbeit. Ja. Humankapital, keine Ahnung, Menschen rein. Nervenzusammenbrüche. Ohne Ende, wirklich, ja. Also musstet ihr noch richtig was machen? Wir haben da unglaublich dran gekeult, ja. Und haben da richtig reingebuttert. Von allen Seiten, ja. Hat sich das fertige Spiel jetzt radikal unterschieden von dem Status, wie es anfing? Also wart ihr irgendwo mal an der Phase, wo ihr gedacht habt, das ist alles schon ganz nett, aber eigentlich müssen wir es komplett nochmal umwerfen, weil das alles nicht klappt oder weil ihr doch noch neue Ideen hattet? Oder ging das ab dem Moment, wo ihr euch darum gekümmert habt, relativ geradeaus nach vorne oder habt ihr noch 800 Abzweigungen genommen? Ich glaube, wir haben, glaube ich, dreimal das komplett in Frage gestellt, das gesamte Ding. Echt? Ja. Aber das ist auch eine Entscheidung, die tut dann irgendwie schon weh, oder? Also wenn man an dem Punkt ist, wo man merkt, okay, wir müssen alles nochmal auf Null fahren und komplett neu machen, das macht man auch nicht so mal eben, oder? Nee, definitiv nicht. Und Fakt ist auch, dass das ging vom Hundertsten ins Tausende. Also wir haben irgendwie nach relativ kurzer Zeit, zwei, drei Monaten, haben wir festgestellt, dass die gesamte Technologie ein kompletter Schrott ist, dass wir damit überhaupt nichts machen können. Das war dann so der Schritt 1, ja, dann einfach komplett entkernt das Ding. Dann Schritt 2 war, dass wir festgestellt haben, dass die Grafik, so wie sie angelegt ist, eigentlich nicht tauglich ist für ein Spiel. Also kleines Beispiel irgendwie, dass du arbeitest ja, egal auf welcher Konsole, welcher Plattform ever, arbeitest immer sehr polygonreduziert. Mhm. Klar. Und ein Beispiel ist, dass die drei Typen sitzen ja in diesem Core-Suit drin. Die hatten in dem Core-Suit, was keine Sau sieht, jemals in dem gesamten Game, hatten die eine schöne Couch drin für jeden. Schöne Sessel. Und haben sich da auch richtig reingesetzt. Ja. Ja, also das ist nur so ein Beispiel. Ja. Und du musst eigentlich auf jedes Polygon achten. Ja. Und solche Sachen, aber so vom Hundertsten ins Tausendste. Und Schritt 3 war dann eigentlich zu merken, dass das Gameplay so wie eigentlich ursprünglich gedacht nicht so richtig funktioniert. Hm. Und wenn du dich ein bisschen mit Spieleentwicklung auskennst, dann weißt du eigentlich, dass du mit Gameplay eigentlich anfängst. Optimalerweise. Dann, ja, weil das dann hintenrum aufzuzäumen ist immer relativ, ich sag mal, anstrengend einfach. Ja. Und das Ergebnis überzeugt trotzdem. Ich bin sehr, sehr happy wirklich mit dem, okay, mit dem, was wir da jetzt auf dem Tisch haben. Und, du hast gerade gesagt, dass das Spiel von der Xbox 1 damals irgendwie auf die Wii gekommen ist. Aber was war denn jetzt wirklich der Entscheidungsprozess, dass es auf der Wii veröffentlicht wird? Also habt ihr euch gedacht, dass das von den technischen Kapazitäten passt noch am besten? Oder habt ihr da eine Zielgruppe im Auge gehabt? Also warum Wii und nicht zum Beispiel Wii und PS3 und Xbox und PC und allem? Das war so ein Mix aus allem, sag ich mal. Ja. Irgendwie nach meinem Gefühl passt Zielgruppe der Wii perfekt zu diesem Jump'n'Run meets Story meets Action, ja, also das matcht einfach. Es gibt natürlich auf PS3, Xbox 360 ähnliche Produkte, ich sag mal Ratchet & Clank, keine Ahnung, kennt man. Gibt's auch. Auf der Wii
haben wir da fast ein Alleinstellungsmerkmal. Weil da gibt es Mario. Sehr erfolgreich, sehr gut. Natürlich der totale Überflieger. Klar. Hier. Ja. Dieses verdammte Flugzeug. Da gibt es auch überhaupt nichts dran zu knütteln. Und dann kommt aber gar nichts mehr eigentlich. Oder eine ganze Weile einfach nichts. Und dann haben wir gedacht, okay, Jump'n'Run, an der Jump'n'Run-Krone von Mario kannst du natürlich überhaupt, da geht nichts. Ne? Das wird schon aber sehr schwer. Jump'n'Run plus Action plus durchgeknallte Story plus. Ich glaube, wir haben eine ganz gute Chance, ja. Und dazu kam natürlich Aufwand, die Art für PS3, Xbox 360 zu machen, ist nochmal ein ganz anderer als für Wii. Ja. Und wir waren auf Xbox 1, das ist ungefähr auf technischem Niveau, ungefähr Wii-Niveau. Mhm. Und das matchte ganz gut. Und wenn wir das wirklich nochmal gehoben hätten auf PS3, 360 wäre der Titel nie fertig geworden. Fakt einfach. Klar. Nochmal 8 Jahre drauf. Ja, nochmal 8 Jahre oder 4 Jahre oder keine Ahnung. Oder macht, hätte keinen Sinn gemacht so. Vielleicht Vorgang 2, ich weiß es nicht, mal gucken. Ja. Das ist ein gutes Stichwort. Wie ist das denn so als deutscher Spieleentwickler? Wie viel müsstet ihr denn von einem Spiel absetzen, um rentabel zu sein oder optimalerweise noch so viel Geld zu machen, dass ein Sequel gesichert ist? Also man hat ja so Vergleichszahlen von ausländischen Produkten, irgendwie Red Dead Redemption kostet 100 Millionen und das Marketingbudget nochmal 100 Millionen. Und ich kann mir vorstellen, in Deutschland ist das ein bisschen kleiner. Erzähl doch mal so ein bisschen aus der Entwicklersicht. Wie sind denn so die Mechanismen? Ich glaube, es reicht, wenn wir 30 Millionen verkaufen. Nur 30? Ja, alles klar. Also wenn ich eine kaufe, hab doch schon mal eine. Hey. Also auf der einen Seite deutsche Spieleentwickler. Wow, ich finde, diese gesamte Entwicklerszene in Deutschland hat einen extremen Aufschwung gemacht in den letzten 3-4 Jahren. Die sind einfach raus aus dieser ganzen freakigen, wir machen mal ein Spiel, gucken mal, was passiert. Und das ist Rollenspiel und totale Freak-Ecke. Aus der Ecke haben wir uns ein bisschen rausentwickelt, wenn ich mir Deutschland so angucke, mit so Companies wirklich wie Crytek, Jager, auch die ganzen großen Browser-Games-Hersteller, das ist einfach Top-Arbeit, was die da machen. Und sollte man natürlich am Ende des Tages irgendwie versuchen, profitabel zu arbeiten, was wir bei Snapdragon jetzt in letzter Instanz nicht geschafft haben. Naja, jeder hat mal so eine schwache Phase. Komfort, ne? Fakt ist, dass ich glaube, in Deutschland gerade im Bereich Programmierung, im Bereich Technologie extreme Schätze noch zu heben sind. Und von der Warte her denke ich, dass der Standort Deutschland da auch definitiv zukunftsweisend sein kann, sollte, ist. Ist. Ist, ja. Also wenn ich mir Browser Games jetzt im Speziellen angucke, sind wir da mit den Asiaten echt weit vorne, denke ich. Das ist auch ein gutes Stichwort, was man vielleicht gar nicht hört, weil wieder mal ein Flugzeug hier lang fliegt, ist das wirklich unglaublich. Stichwort Browser und Casual Games, das ist ja, ich habe das Gefühl, die fliegen hier extra langsam drüber, die drehen auch ein paar Schleifen, damit wir auch hier haben. Ich glaube auch, er verbrennt unendlich viel Treibstoff, egal, er will uns ärgern. Stichwort Browser Games, das ist ja gerade auch so das Thema Casual, diese Gelegenheitsspiele. Und ich habe so das Gefühl, in der Core-Gamer-Szene entwickelt sich jetzt so ein gewisser Widerstand dagegen. Also, dass zumindest die Hardcore-Gamer echt die Schnauze voll haben. Es wird irgendwie immer mehr casual, immer einfacher, immer simpler, alles nur so für 5 Minuten. Wie siehst du das? Also, siehst du das ähnlich und kannst du diesen Trend unterstützen? Oder wird das alles viel zu heiß gekocht? Wie ist so die Entwicklersicht, was Casual und Browser-Games angeht? Oh Mann, ey, da habe ich auch so 2 Herzen in meiner Brust, das muss ich wirklich sagen. Also, ich bin auch Spieler, habe alle Konsolen zu Hause, spiele auch Browser-Games. Natürlich. Ja. Hat man am besten. Und das ist so das eine Herz. Ja. Und das andere Herz ist natürlich das, okay, du bringst irgendwie einen Titel raus, der ist im schlimmsten Fall 8 Jahre in der Entwicklung, hat Summe XY gekostet. Und du musst natürlich eine möglichst breite Zielgruppe irgendwie auch erreichen, um das zu recoupen, klare Sache. Klar. Und irgendwo dazwischen musst du dich durcharbeiten. Ich glaube persönlich, dass du... dass wir 2 Bereiche inzwischen haben, wenn wir uns den Konsolenmarkt angucken. Der eine ist so dieser AAA-Bereich und der ist, okay, der ist absolut abgesmoothed. Da sprichst du eine Zielgruppe an, die möglichst breit ist, du sprichst Crysis, das sind einfach mal alle First-Person-Shooter, Gamer, die das irgendwie anspricht. Und das wird auch so bleiben und das wird eher noch flacher werden alles. Wenn du jetzt Galaxy 2 anguckst mit DVD, einfach mal durchgespielt. Ja. Hallo, geht's noch? Also findest du sowas nicht gut? Fühlst du dich da bevormundet als Gamer oder ist es einfach ein Zeichen der Zeit? Also mein Gamerherz sagt, Albtraum eigentlich. Albtraum, wirklich, hallo. Harsche Worte. Wenn man die,
überleg mal, C64 Zeiten oder whatever, also wenn wir einfach mal ein bisschen zurückgehen. Wie, du hast ein Adventure gespielt, du hast da die Nacht überlegt. Ja, manchmal wochenlang. Wo hast du die Banane jetzt drauf? Keine Ahnung, ey. Und dann, was geht? Also guckst du, hast du die DVD rein, guckst das an, ist schön. Ja. Aber nur so erreichst du natürlich so die letzten 30% dieser Zielgruppe auch noch. Ich glaube, so im AAAs Retail-Markt wird es ganz, ganz krass. Das wird noch schlimmer werden. Oder in Anführungszeichen schlimmer. Es wird einfach noch breiter werden. Auf der anderen Seite glaube ich, dass gerade so dieser ganze Download-Bereich, sprich PlayStation Network, sprich Viware, sprich Xbox Live Arcade, dass da einfach noch Möglichkeiten sind, auch experimentelle, freakige, knallharte Sachen, Mega Man 9, sag ich mal. Oh Gott, ey. Böse, ja. Also ja, einfach so da geht die Sachen, kaputt, ja. Wo einfach die Sachen, wo du einfach nicht mit einer riesen Marketingkampagne, nicht mit riesen Vorleistungen von irgendwelchen Disc-Pressen oder ähnlichem Kram irgendwie vorfinanzieren musst, sondern einfach kleines Investor, vielleicht auch noch ein kleines Development-Budget und einfach abgefahrene Sachen machen kannst. Ich glaube, das sind so die Plattformen, wo wir noch so in Anführungszeichen Gamer, Hardcore-Gamer-Sachen wie bekommen werden. Wäre das denn eine Alternative für euch? Also wir wünschen euch natürlich alles Glück der Welt. Wir wünschen euch natürlich alles Glück der Welt und dass das Spiel ein Erfolg wird. Aber sagen wir mal, es sollte vielleicht doch nicht ganz so gut laufen. Wäre das denn so eine Alternative für euch, ein bisschen kleinere Brötchen zu backen und vielleicht eben diesen Download Xbox Live WiiWare-Markt für euch zu erobern? Oder habt ihr schon Bock auf richtige Vollpreisspiele, die dann irgendwie auch mal 12 Stunden dauern? Ausschließlich. Ich denke einfach mal, das ist eine andere. Also man muss auch für sich selbst irgendwie rausfinden, wie man eigentlich produzieren will. Wenn du mit 100 Mann produzieren willst, ein Game, 3 Jahre, dann ist Vollpreis genau die Schiene, in die du gehen solltest. Wenn du das nicht willst und eher mit 20 Mann, Independent, cool, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen freakiger, dann ist Download, Browser Games, dann ist das die richtige Geschichte. Und ich glaube, wir sind eher die auf der zweiten Karte. Ja, ich höre das auch schon raus. Du hast ja auch schon Marktforschung also was angesprochen und natürlich bei der Entwicklung eines Spiels wird man ja auch viel Marktforschung betreiben. Man wird sich auch wahrscheinlich die Konkurrenz genau angucken. Was habt ihr denn aus anderen Spielen übernommen oder wie habt ihr euch inspirieren lassen? Was fandet ihr gut? Und auf der anderen Seite, was habt ihr denn an Spielen gesehen, was ihr auf keinen Fall, also Fehler, die ihr auf keinen Fall machen wolltet oder Dinge, wo ihr gesagt habt, nee, egal was am Ende wird, aber das und das und das wollen wir nicht in unserem Spiel haben. Gab es da irgendwas? Also wir haben uns natürlich schon Mario ganz gut angeguckt. Also Dieses Mario da. Es gibt so kleine Energiewesen, die heißen Ziggs, ja. Und die fliegen eigentlich so rum wie Sterne. Und die laden den Anzug wieder auf und geben dann schalten so Medaillen frei, wo du dann wiederum im Menü wiederum Grafiken freigeschaltet bekommst. Und die kannst du schon mit so einer Funktionalität einsammeln, dass du da einfach so mit dem Cursor rüber gehst. Und das ist natürlich so. Kommt einem bekannt vor. Ja, es kommt einem bekannt vor. Und, ja, klar. Ich denke mal gerade so eigentlich alle Nintendo-Produkte, das sind einfach Sachen, die musst du spielen, die musst du dir angucken. Und da kannst du einfach nur daraus lernen und nur daraus mitnehmen, weil viel besser kann man es einfach nicht mehr machen. Die kennen ihre Plattform, die kennen ihre Interfaces. Aber gar nicht, was wir jetzt gar nicht mit reingenommen haben, was haben wir eigentlich gar nicht mit reingenommen? Also gab es irgendwas, bei irgendeinem Spiel kann ja auch ein genrefremdes Spiel sein, irgendwas, wo du gesagt hast, okay, das finde ich jetzt so dermaßen mies, das ist wieder ein richtiger Rückschritt, das darf auf keinen Fall in Videospielen vorkommen und in unserem erst recht nicht. Wahrscheinlich nicht. Es war alles super. Gut, es gibt natürlich eine Menge Videogames, wo es irgendwie den Haken gibt und den Haken gibt und den Fehler und den Fehler. Aber also von den Fehlern der anderen lernt man ja meistens am besten. Ne? Die kann man dann fröhlich vermeiden. Es ist immer so eine Sache, wenn du selbst in dieser Produktentwicklung drinsteckst, dann siehst du das. Bist du so weit drin in dem Frame, du siehst das eh ganz anders. Ja, ja, wahrscheinlich. Und was wir natürlich definitiv gemacht haben, ist in kurzen Abständen sehr, sehr viel frische Leute drauf zu werfen und zu gucken, wie reagieren die, wie fühlt es sich für die an, wie spielt sich das für die, weil du verlierst eigentlich, also wenn du selbst an dem Projekt arbeitest, hast du da eigentlich nach 3 Wochen, du lernst einfach diese Fehler, weißt du? Du lernst die, du adaptierst die, du merkst die auch nicht mehr. Deswegen musst du einfach kontinuierlich da QA machen, kontinuierlich neue Leute draufsetzen, kontinuierlich auch verschiedene Arten von Leuten draufsetzen, auch mal nicht nur Core-Player, Core-Gamer, sondern
auch Kinder, was weiß ich, Frauen, also alle, die vielleicht auch zu so einer Randgeschichte eher dazu gehören. Und dann, wenn du das lang genug machst, Iteration macht's dann. Ne? Wenn man 8 Jahre Zeit hat, dann kannst du dann eine Menge Drehungen machen. In 8 Jahren, also, da passiert schon einiges. Ja. Also wäre natürlich schön, wenn wir noch ein Jahr gehabt hätten, bin ich ganz ehrlich. Aber gibt's dann irgendwas, was ihr aus Zeitgründen nicht noch eingekriegt habt? Oder Menge, wo ihr dann später erst die Idee hattet, Mann, hätten wir das und das noch gemacht? Ja, absolut. Kannst du uns da ein kleines Beispiel geben? Also das fertige Spiel haben wir ja noch nicht in der Hand, aber was hätte denn eigentlich reingehört, was jetzt doch nicht mehr drin ist? Also wir haben jetzt 33 Level. Ich glaube, wir haben 5 oder 6 rausgenommen, teilweise auch sehr schöne. Wir haben 3 Minigames rausgenommen. Nein. Wie viel sind denn noch drin? Keins. Sind noch genug drin. Aber es sind so Special-Dinger gewesen, so mit Rennsituationen. Aber auch cool. Also da gibt es dann schon eine Menge Kram. Oder du denkst so, wow, wäre cool gewesen. Oder ich sag mal, über 3 Jahre, die wir uns mit diesem Produkt beschäftigt haben, kommt natürlich auch die eine oder andere Idee, wo du so denkst, wow, das wäre eigentlich ganz cool, ja? Das klingelt gerade mein Handy. Das ist mir total peinlich und gerade war es noch aus. Ja, schöne Grüße. Ich leg das mal weg. Erzähl doch unseren Zuschauern ein bisschen weiter. Das war gerade sehr spannend. Und da ist er auch schon wieder. Wo waren wir? Wir waren, glaube ich, was haben wir rausgeschnitten, was gab's? Genau, richtig. Die Minigames zum Beispiel. Was gab's denn? Ja, coole Minigames. Vielleicht machen wir die noch als Überprodukt, ich weiß nicht. Ja, stimmt, das wäre doch mal. Ja, das wäre eine ganz. Also bevor die komplett weggeworfen werden. Vor allem, wenn sie so cool waren, wie du sagst. Ja. Aber vielleicht waren sie auch überhaupt nicht cool und ihr habt sie deswegen rausgenommen. Und dann liefert ihr uns das nach, was total uncool ist. Und wir freuen uns alle drauf. Das wäre natürlich scheiße, ne? Ja, dann wären wir ja enttäuscht. Das wollen wir nicht. Das ist ja böse, ja. dann hatten wir noch so überlegen, so Multiplayer. Also es ist ein reines Singleplayer-Game. Ja. Ob man noch irgendeine Art von Multiplayer mit reinbringt, hat dann so Ideen wie 3 V-Modes, jeder steuert einen Charakter. Das wäre abgefahren. Das wäre abgefahren gewesen, ist aber nicht drin. Ja. Ich muss sagen, mich nervt fast dieser Zwang von Entwicklern, irgendwie immer noch so einen Multiplayer-Part reinzubringen. Also ich finde das per se gar nicht so schlimm, wenn mal ein Spiel einfach mal kein Multiplayer-Spiel ist. Siehst du das genauso oder denkst du, eigentlich hätte da schon noch ein Multiplayer reingehört, wir haben es nur irgendwie nicht hingekriegt? Oder siehst du das gar nicht so wüst? Also ich sehe das absolut genauso. Und ich sehe das gerade auf der Visor, weil ich glaube, dass ungefähr 90% der Videoser gar nicht wissen, dass ihre Konsole praktisch internetfähig ist. Meinst du? Ja. Aber ist es ein Fehler der User oder ist es ein Fehler von Nintendo, die irgendwie den supporten? Ich würde mal sagen, einfach, dass die Kommunikation da noch verbesserungswürdig ist. Ja. Kritische Worte. Mein Gefühl dazu. Ja klar, natürlich. Ja, richtig. Und gut, ich sehe es. Gut, man soll natürlich nicht von sich selbst ausgehen, ich habe da keine Studien irgendwie. Ja. Aber so prinzipiell gibt es Games, die musst du Multiplayer, wo du einfach definitiv einen Multiplayer brauchst. Alles, was Shooter ist, alles, was Racing betrifft, alles, was. Habe ich was vergessen? Keine Ahnung. Und Sportspiele, natürlich. Ultimativ, klar. Und es gibt Sachen, wo es einfach nicht so zwingend ist, Multiplayer zu bieten, wie Adventure, was auch sehr, sehr cool wäre. Jump'n'Run. Naja, wenn es passt. Es ist immer cool, wenn es passt. Wenn's cool aber ist, also, ja. Weißt du, diesen reflexartigen Schrei, irgendwie, ha, wo ist denn mein Multiplayer? Egal bei welchem Spiel, das finde ich mittlerweile ein bisschen albern. Overdose. Ja. Bin ich bei dir. Ja. Muss nicht sein. Gut, dass wir uns da endlich mal einig sind. Ja. Es ist natürlich blöd, dass wir das Spiel jetzt irgendwie noch gar nicht. Also, ich würde gerne mal was direkt zum Spiel sagen. Steuerung ist natürlich auch nochmal ganz so ein Punkt. Ne? Also, genau, erzähl uns was über. Was ist denn Wii? Wii ist ja eigentlich noch Steuerung? Weil ich meine, was ist cool wirklich an der Wii? Ist, dass du diese Wii-Mode hast, was ja bis jetzt auch ein Alleinstellungsmerkmal war. Also Sachen wie Move und wie heißt jetzt nicht mehr Anal, sondern. Kinect. Kinect. Hast du gerade anal gesagt? Ja, Spaß. Natal habe ich gesagt. Sowas kommt ja jetzt ich erst auf PS3 360. War die Wii allein am Start. Und wir haben lange überlegt, da sind wir eigentlich wieder bei Fehlern von anderen. Indiana Jones auf Wii gespielt? Nee, habe ich nicht. Ich habe aber gehört, dass es nicht so. Weil du bist ja nach ungefähr 5 Minuten Schweiß gebadet. Ja. Und es ist echt so schlimm. Du bist ja die ganze Zeit nur am Fuchteln. Ja. Und ganz böse eigentlich. Und wir haben versucht, das eigentlich auch ein bisschen so Mario-Style-mäßig zu treffen. Die Steuerung, sprich, du kannst eigentlich relax auf deiner Couch abflacken
hast deine... Abflacken. Abchillen, abhängen. Ey, sorry, sitzen, ich flack ab, ey. Ich habe echt keine Zeit. Und kannst auf, über den Nunchuck deinen Player steuern. Und über die Wiimote zum Kamera einstellen. Und ein paar wirklich sehr, sehr coole Gestures auslösen. Aber kannst eigentlich entspannt spielen. Also okay, also ich muss, ja genau. Ich muss nicht die ganze Zeit hier so wild rumfuchteln, sondern du kannst eigentlich entspannt spielen und hast dann ab und zu mal so einen Superschlag. Oder ganz geil, der Rex, der kann ja. Es gibt so verschiedene Minigames mit dem Rex, unter anderem musst du so ein Safe knacken. Und das haben wir so gelöst, dass du die Wiimote so ans Ohr hältst. Okay. Und dann so auf dem Nunchuck sozusagen das Rad drehst von dem Safe. Ey, das ist ganz cool. Hörst du so knacken. Ey, das ist gut. Das gefällt mir. Also solche Geschichten einfach zu machen, die mal ein bisschen auch drüber hinausgehen, einfach witzig. Weil du es gerade selbst angesprochen hast, das ehemalige Projekt Anal, wie du das ja scherzhaft nennst, und jetzt auch PlayStation Move, das wurde ja auf der E3, war das ja auch ganz deutlich im Fokus. Ja. Wie siehst du das denn? Das ist ja quasi eine Weiterentwicklung der Wii-Technologie. Manche sagen auch, Microsoft und Sony überholen Nintendo jetzt damit, weil sie einfach das einfach noch ein bisschen weiterentwickelt haben, auf die nächste Stufe gehoben haben. Ja. Findest du das spannend als Spielentwickler und kriegst du da direkt Ideen und Impulse oder siehst du das auch eher aus dieser Casual-Ecke, dass es doch nicht viel mehr ist als Hampelei? Wie ist so dein Eindruck dieser neuen Technologie? Also bei Move sehe ich das definitiv so, dass es eigentlich eine Art, okay, du hast PS3, du hast Wii, wenn du die Technologien direkt vergleichst, okay, kannst du auf der PS3 einfach hast HD-Grafik, du kannst einfach mehr machen. Und auch die, das Move, was ich an technischen Spezifikationen bis jetzt gesehen habe, ist sehr, sehr ordentlich geworden. Bei Kinect... das Schweigen im Walde. Weiß ich nicht, also ich lasse mich gerne überraschen. Funktioniert ja nicht schlecht, aber wie es dann wirklich... Also ich weiß nicht, wie so Zielgruppe, also ob das so matcht, ja, aber lass mich da gerne eines Besseren belehren. Ja, also klar. Kinect hätte für mich eigentlich mehr auf die Wii gepasst, auch zu der Zielgruppe Fitness, Sport, easy und jetzt so noch Oma Trude und Oma Trude. Ja, und, da sind wir wieder bei Trude. Onkel Karl sind auch da und wir machen jetzt hier alle mal... Hä? Die ganze Familie, ja. Und freut sich. Aber es matcht für mich nicht so richtig mit der 360, aber vielleicht ist das genau der Ansatz, dass man sagt, okay, neue Zielgruppe. Geht jetzt auch alles Oma Trude und... Ja. Bist du denn als Entwickler mit der Wii-Technologie, auch vor dem Rahmen des Spiels, was ihr gemacht habt, seid ihr denn damit komplett zufrieden? Oder habt ihr schon gemerkt, Mensch, wenn wir jetzt so eine Technologie hätten, wie eben Kinect oder Move, da könnten wir ja noch ganz andere Sachen machen. Also habt ihr schon so ein bisschen mal rüber gelinst ins andere Lager und gedacht, Mann, das wäre jetzt aber schon geil. Mhm. Oder seid ihr davon erstmal noch völlig unberührt geblieben? Naja, du musst davon aufpassen, dass du nicht die Traction verlierst und sagst, oh, mit Move wäre das jetzt alles viel, viel einfacher. Ja, ist natürlich schon immer verführerisch, wenn du, du hast natürlich ganz klare Limits, gerade auf der Wii, du hast klare Limits, was die Wiimote betrifft. Und ist natürlich immer verführerisch, wenn du siehst, oh, da geht noch viel, viel mehr, du kannst noch viel, viel machen. Mhm. Aber auch da gibt es wieder Limits. Also von der Warte her schießt man sich irgendwann ein und sagt, okay, das ist die Wii und... Dann ist es auch die Wii und dann denkt man auch besser nicht mehr drüber nach, dass es ja auch auf der PS3 viel, viel einfacher sein könnte. Was wahrscheinlich dann auch wieder andere Pferde, Schwänze sagt man eher. Andere Schwänze? Ja, andere Haken wollte ich sagen. Haken. Ah, Haken. Okay. Andere Haken hätte. Ah ja, okay, natürlich. Und also, ich meine, wenn das VR-Spiel komplett ausreicht, dann sind ja auch alle zufrieden. Das ist ja wie bei Mario Galaxy 2 oder ähnliche Spiele. Da hast du ja auch nie das Gefühl, oh Gott, könnte ich jetzt noch dies und jenes machen. Das ist ja ein ganz rundes Ding. Und bei euch ist es dann vermutlich dann auch so. Würde ich jetzt überhaupt nicht. Das hoffen wir zumindest mal. Ja, wir werden gleich auch noch eine kleine Runde Probe spielen. Oder vielleicht darf ich auch selbst oder muss ich hier nur zugucken? Ich darf auch schon. Ich würde auch. Ach, ich freue mich. Gibt es da noch irgendwas, was wir zum Spiel noch gar nicht wissen, was wir aber auf jeden Fall wissen sollten? Wann ist es überhaupt im Laden? Fällt mir gerade mal ein. 11. August. Also quasi. Morgen. Beinahe schon morgen, je nachdem, wann dieses Video hier veröffentlicht wird. Was muss man noch wissen zu dem Game? Was muss man wirklich wissen? Vielleicht ist es auch selbsterklärend. Vielleicht sagt ein Screenshot mehr als drei Worte. Aber wenn, wäre das jetzt deine Gelegenheit, noch mal richtig auf die Kacke zu hauen und zu sagen, Core-Gang. Warum Core-Gang eigentlich geiler ist als alles? Ich denke, man muss Core-Gang einfach sehen. Einmal auf Game-Trailers gucken, Core-Gang angucken,
Man muss sich einmal die Characters anschauen. Quatsch, Game Trailers, alles bei uns. Sorry. Ja, wir nehmen auch immer alles von Game Trailers. Ja, wir haben so eine Koop mit denen. geile Characters, geile Story, sehr, sehr solides Jump'n'Run, coole Action, sehr, sehr schöne Minigames drin. Das Gesamtpackage ist einfach ein gutes. Und ich selbst spiele es echt gerne. Schon durch? Nee. Ich kläre noch nicht mehr Spaß. Noch. Ja, ist nur einmal. Ist es denn, also dann ist es wahrscheinlich auch nicht so schwer, oder wie war das denn überhaupt? Danke. Nein, ich meine auch im Hinblick auf die Zielgruppe und so. Wie war das mit dem Balancing-Schwierigkeitsgrad? Ja, das stelle ich mir auch mal so ein bisschen hakelig vor. Also wir haben natürlich eine Menge Testläufe gemacht und nicht zuletzt Mario Club. Mhm. Und Mario Club hat gesagt, es ist viel zu hart. Es ist viel zu hart? Viel zu hart. Euer Spiel ist zu hart? Viel zu hart. Zu hart für den Mario Club. Was sagt mir das denn über den Mario Club? Weiß ich nicht. Und da gab es natürlich noch ein paar Stimmen mehr und generell haben wir es noch einfach mal ein bisschen smoother gemacht. Aber es ist definitiv so, ich würde mal sagen, guter Gamer, 10 Stunden bist du dabei, plus minus 5. Okay. Ja. Das reicht ja auch. Und dafür kriegst du richtig was geboten. Also das, glaube ich, kannst du Spaß haben. Es ist auch so, dass wir eine ganze Menge an Secret Stages mit eingebaut haben, wo du noch irgendwelche Extras und finden kannst. Und also der Sammler- und Entdeckertrieb wird hier befriedigt. Und, befriedigt, ja. Befriedigt. Ein besseres Schlusswort könnte es nicht geben. Ich bin auch sehr zufrieden mit diesem Interview. Okay. Ja, ab 11. August hast du gesagt, ist im Handel. 11. August im Handel, genau. Coregang, wir werden es auf jeden Fall weiter beobachten. Ich hoffe, dass wir dann auch bald die fertige Testversion von euch bekommen. Kann ich vielleicht auch direkt mitnehmen? Schauen wir mal. Ja, wir werden es weiter im Auge behalten. Vielleicht machen wir noch was dazu. Ich sage schon mal herzlichen Dank für dieses tolle Interview. Gerne. Und sagte zum Abschluss einfach nur noch mal so gut gelaunt, anal. Anal. Tschüss.